or Crow's Cap. Local authorities are organizing a search party in the Black Hills Forest. This marks the latest in a series of disappearances dating back to 1994, when a group of students ventured into the woods near Burkittsville, never to be seen again. Ja, recht herzlich willkommen heute mal mit einem neuen, es klingelt, Let's Play mit The Blair Witch Project. Ja, und bevor wir weiterreden, sollten wir vielleicht ans Telefon gehen oder einfach mal drücke das oder Tab um ein Telefon. Okay, gut, mal gucken. Ja, gehen wir mal ran. Wie ist denn das hier? Eingehen, Jess. Wollen wir rangehen? Ich würde sagen, wir gehen das mal ran. Jess, hey, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Because we're both full of surprises. So, what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. No, I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Tja, vielleicht sollte man nichts versprechen, was man nicht halten kann. Ich denke mal, ich darf sprechen, oder? Darf ich? Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Gut, Fellfarbe. Dann suchen wir mal aus. Ah, cool. Wir können sogar den Hund ein bisschen. Wollen wir den ein bisschen heller machen, wenn wir jetzt sowas spielen? Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich denke mal eigentlich ja, weil in den Wäldern ist es auch ziemlich düster manchmal. Ja, wir machen nicht mehr hell. Wir machen nicht mehr hell, dann können wir dich besser sehen. Rotes Halsband, grünes. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen schnell reagieren. Ich würde sagen rot. Augenfarbe von unserem süßen Bullet. Jo, machen wir mal blau. So. Wunderschön. Ja, Bullet. Ja, und wer... Ich bin schon völlig weg, ey, obwohl das Spiel noch nicht mehr angefangen hat. Und wer Blair Witch Project noch nicht kennt, also es geht darum, es gibt in den Wäldern von Maryland eine Hexe, oder es soll eine Hexe geben, die heißt Blair Witch und ja, wir sind jetzt auf der Suche nach dem 9-jährigen Peter Shannon, glaube ich heißt der. Und davor gab es schon eine Vermisstenmeldung von Studenten, die in den Wäldern schon sich rumgetrieben hatten. Die wollten nämlich über die Blair Witch, also die Hexe, eine Reportage machen. Oh, ist das süß. Guckt euch das mal an. Und ja, und sind aber nie wieder aufgetaucht. Ja. Gut, ich hoffe mal, dass uns das gleiche Schicksal nicht ereilt. Also wirklich, Blair Witch Project ist eins der geilsten Filme, die ich kenne. Zusammen mit Paranormal Activity, ich glaube, das sind ja die gleichen Macher. Ich liebe ja solche Filme, aber solche Spiele mag ich überhaupt nicht. Also ich selber nicht spielen, meine ich damit. Gut, wir gehen erstmal weiter. Wir sollten mal mit dem Sondereinsatzkommando, wie auch immer, sprechen. Wir sind selber auch ehemaliger Polizist, glaube ich. Ja, Bullet. Okay, das hört sich natürlich wieder toll an. Das heißt, wir sind jetzt schon alleine, wobei ich ja meinen süßen Bullet habe. Was ist denn los? Willst du, dass ich daran gehe? Oh, okay. Gut. Stein weg. Let's find this kid. He's been through enough already. Das stimmt allerdings. Lesen wir mal. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe
in die Hose zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nachdem wir suchen. Ja, weil wir ja so viele Kinder im Wald suchen. Also ich meine, wenn wir jetzt andere Kinder finden, die nicht so aussehen wie Peter, dann lassen wir die einfach mal eben da stehen, ne? So läuft das hier. Ja, du erreichst Sheriff Fleming auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Greg, ja, das wollen wir eigentlich ja tun. Der guckt ein bisschen verdutzt, der Junge. Gut, da wird irgendein Grund haben, warum er hier in den Wäldern gegangen ist. Keine Ahnung warum, vielleicht war er auch neugierig oder so. Ja, das Funkgerät. First come, first served. Yeah, I'll call Landing once I'm in the forest. Ja, wir klauen mal eben so ein bisschen das, der Thief Simulator, den ich übrigens auch derzeit ein bisschen spiele. Ah, ja, gut. Stecken wir das Ding ein. Was ist hier noch drin? Gibt es hier noch irgendwas Schönes, was wir einstecken können? Nee, ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Machen wir Kofferraum wieder zu. Wir sind ja so freundlich, ne? Können wir hier vielleicht dran? Nee, auch nicht. Und ansonsten, wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer Autos. Da gehen wir auch mal hin. Wir versuchen mal, alle Autos zu durchcampen, sage ich jetzt mal. Ja, da ist auch noch ein Foto. What the hell? Was ist das? Das frage ich mich auch gerade. Arcadus. Auf der Rückseite sehen wir nichts. Gut. Oh, sehr süß. Wo guckst du denn hin, ne? Willst du Vögel jagen? Ja. Mal hier gucken. Nee, aber auch nichts. Also ich kann euch gleich sagen, es wird bestimmt schlimm. Also das ist auch von, glaube ich, von Blooper, also von den gleichen Machern wie Layers of Fear. Und das wird bestimmt noch viel schlimmer. Also es wird ordentlich Geschreie mit mir geben. Ich bin ja so einer, der kann nicht hinterm Berg halten, wortwörtlich. Der fängt dann wirklich an zu schreien, ja. Wird da richtig irre von. So, hier ist auch nichts mehr. Dann würde ich vorschlagen... Habe ich wirklich alle Autos abgeklappert? Ne, hier ist aber noch was. Oh, cool. They have the whole forest covered. Ja, aber wirklich. Hier noch was trinken. Tasse. Sheriff. Ja, kann man die klauen? Wollen wir die einstecken? Ne, können wir nicht einstecken. Hier nur ein Formular. Lesen. Zusammenfassung. Peter Shannon wurde am 15.09.1996 als vermisst gemeldet. Untersuchung. 15.09.1996. 14.35 Uhr. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Die erste Untersuchung ergab Folgendes. Erstens, Peter wurde zuletzt am 15. September 1996 um ca. 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zum Haus seines Freundes machte. Mrs. Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Zweitens, Peter hatte früher schon öfter versucht, von zu Hause aus wegzurennen. Drittens, es gibt niemanden, der Peters Verschwinden bezeugen kann. 15.30 Uhr. Die erste Suche hat keine Ergebnisse geliefert. Aufgrund Shannons Alter wurde die Gefahrenstufe auf hoch angehoben. Also schön, ne? Man muss erstmal jung sein, um überhaupt gesucht zu werden. Ja, wundervoll. Dann weiß ich ja, was mit mir passiert, wenn ich mal verschwinde. 17 Uhr. Es wurde ein Befehl erlassen, die Suche im Black Hills Forest fortzusetzen. Dort wurde der Junge bei seinen früheren Fluchtversuchen gefunden. Sheriff Emmett Lanning wurde mit der Koordination dieser Operation... Ups, sorry... betraut. Unterzeichnet Oliver Matthewson, Ermittlungsbeamter. Ich hoffe, ich bin hier nicht zu laut. Ich bin ziemlich nah am Mikrofon. Ich küsse es ja schon fast. So, was ist mit dir los? Hund? Hä? Was ist los? Gesammelte Gegenstände werden in deinen Rucksack verstaut. Du kannst auf sie zugreifen, indem du Tralala oder Tab gedrückt hältst und den Rucksack auswählst. Also gut. Klar. Ja, komm, machen wir mal. So, hier. Genau, da können wir uns jetzt aussuchen, was wir wollen. Wir wollen Ledergeldbörse. Was ist das noch? Foto von Peter. Was haben wir hier noch? Sonst nichts? Machen wir das hier. Cool, ich kann in seinem Portemonnaie rumschnüffeln. Ist ja abgefahren. Hey Jess, looking good. It's like she hasn't aged a day since then. Ja. Ihre Vorhersage. Sie haben etwas Wertvolles verloren. Doch keine Angst, ich sehe immer noch eine Chance, es wieder zu erlangen. Allerdings läuft Ihnen die Zeit davon. Sie müssen sofort handeln. Schreiten Sie furchtlos voran. Das Glück hilft den Mutigen. Wunderbar. Vertrauen Sie Ihren Freunden. Sie werden Ihnen zu Hilfe eilen, wenn Sie am meisten brauchen. Wenn Sie sie am meisten brauchen. Mein Rat, seien Sie auf der Hut. Ihre Glückszahlen
2125, also 2125, wundervoll. Ja, das hört sich ja... Boah, der Hund nervt mich gerade ein bisschen. Ich kann mich gar nicht konzentrieren hier. So, pack mal die Börse wieder weg. Und dann Hundeleckerli. Ja, Hundeleckerli. Geben wir dem mal ein Hundeleckerli. Ja, den möchte ich den gerne geben. So, hier, komm. Snack essen. Kann ich den essen? You found something, buddy? There you go, buddy. Wundervoll. Ich hoffe, er hält die Schnauze jetzt. Es war nämlich gerade ziemlich anstrengend. We're not leaving that laying around, right, boy? Eine Wasserflasche. Können wir die mitnehmen? Vielleicht können wir die ja später nochmal gebrauchen. Vielleicht kriegen wir auch mal Dusch über diese Zeit lang. Hier ist noch ein... Ja, das ist nur von dem Jungen wieder. Also, ansonsten haben wir hier nichts. Hier noch ein paar Donuts. Wollen wir die noch die Donuts klauen? Geht das? Nee, schade, geht nicht. Hier ansonsten noch ein bisschen Equipment, Ausrüstung. Ein paar Bilder vom vermissten Jungen. Ist klar. Muss man ja alles haben. Ansonsten, ja, Leute. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Suche, beziehungsweise mit der Suche nach der Polizei, um dann den Jungen zu suchen. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir die erst viel später treffen werden oder vielleicht sind sie auch tot. Man weiß es ja nicht in diesem Game, ne? So, was ist jetzt mit dem Hund hier? Ist alles gut? Bleib mal ein bisschen Frico, mein Freund. Wir gehen mal weiter, ne? Oder ist hier noch was? Nee, mit Rauchen habe ich zwar noch nicht aufgegeben, aber wir nehmen mal lieber keine Zigaretten mit. Ich bin schon hippelig genug. Hier ist noch ein Truck. Scheint aber auch nichts sonderbar Tolles da zu sein. Gehen wir weiter. Ach, mir wird schon ganz heiß. Mir wird wirklich schon ganz heiß jetzt. Ich werde auch rot. Ich merke das so richtig. Ich gucke mich mal gerade selber so an. Und ich sehe, dass ich wirklich rot werde. Also bin schon etwas nervös. Kann ich euch sagen. Fahrradfahren verboten haben wir eh nicht. Wir müssen zu Fuß. Was ist das hier? Sieht aus wie so eine misslungene Schnitzerei. Ja, bei Blavage Project, da sind ja auch so lauter okkulte Dinge im Wald gewesen. Also es war wirklich, also es ist ein guter Film. Es ist gruselig auf seine eigene Art, aber es ist ein geiler Film. Ja, das Spiel, keine Ahnung. Ich habe nur kurz ein Review, ganz kurz gesehen. Das ging, weiß ich nicht was, paar Sekunden habe ich geguckt und dachte mir so, nee, guckst du mal nicht weiter. Lässt dich jetzt mal nicht spoilern und jetzt kommt schon die wunderschöne Musik. Oh, ey. Mann. Also, die wissen wirklich, wie man Atmosphäre schafft, ne? Come on, Bullet. Let's go find this kid. Boah. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz so schlau war, dass wir hier runtergesprungen sind, weil nach oben kommen wir jetzt definitiv nicht mehr. Ja, und dieses okkulte Zeichen, was ich ja schon erwähnt habe, das habt ihr ja auch gerade gesehen, das war auch gerade von der Luft aus zu sehen. Das war auch so im Film, also da waren dann so mit Stöcker gebunden und alles im Wald und diese Studenten, ja, die haben das halt alles gefilmt und ja, sind nacheinander auf unbekannte Art und Weise verschwunden. Wobei das Ende sehr gruselig war, muss ich sagen. Ich hoffe, uns wird es nicht genauso ergehen. Was ist los, Bullet? Was ist los, Süßer? Kann ich irgendwie mit denen so richtig interagieren? Jetzt gerade wahrscheinlich noch nicht oder nicht, keine Ahnung. Bei mir war so, also ich habe das auch in diesen... Wo ich das... Let's call Lanning. Okay, wollen wir Lanning anrufen? Gut, wir rufen erstmal Lanning an. Da?
Das ist ein bisschen doof gemacht hier. Ich muss jetzt... wo muss ich denn jetzt hier drauf? Da muss ich drauf. Oder da? Ne, machen wir hier. Darüber anrufen. Okay, ich dachte eigentlich mit dem Handy, aber gut. Nehmen wir das Funkgerät. The note said to use channel 2. Dann wechseln wir mal zu Kanal 2. Wie kann ich das hier machen? Muss ich da dran drehen oder wie? Keine Ahnung. Ja, Junge, dann mach mal den zweiten Kanal. Du bist ja ein richtiges Bauernopfer, ey. Ja, jetzt. Cool. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Boah, wenigstens. Well, time to get to work. Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Kontakt zu den anderen. Also das hätten sie ja auch mal zeigen können, wie dieses Funkgerät funktioniert. Oder haben sie das? Und ich habe nicht zugehört. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls... Oh, Bullet. Ist alles gut. Jedenfalls würde mich auch ja interessieren, was er denn für eine Krankheit hat. Warum er gerade meinte, gesundheitlich und so. Und hier ist Absperrband. Okay, gut. Das haben die Polizisten wahrscheinlich vorhin gemacht, weil sie hier... ja, den Radius wahrscheinlich eingegrenzt haben und auch nicht wollen, dass da fremde Leute irgendwie rumlungern und durch den Wald hier rumstreifen, um danach zu suchen. Oder ist es noch von damals von diesen Studenten, das Band? Das kann auch sein, dass es immer noch hängt. Wo die ja verschwunden waren, ne? Das weiß man halt alles nicht. Bullet alle Dude? Oh, ich finde den Hund ja so süß. Ich habe zwar nur Katzen, also zwei Katzen, zwei ganz junge Katzen übrigens. Oh, die sind aber auch sehr anstrengend, ey. Aber super süß. Ich bin so der Katzenmensch. Na, Bullet, wo bist du denn? Ich höre ihn immer häscheln, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Ah, okay. Gut. Fängst du die Fliegen? Gut, gehen wir mal weiter. Ich möchte euch ja auch nicht zu sehr auf die Folter spannen, aber hier ist wieder auch Absperrband. Ich möchte nichts verpassen. Ich möchte eigentlich, so gut es geht, auch alle Hinweise sammeln. Es kann ja sein, dass es hier irgendwas gibt. Okay, gut, rennen können wir auch. Das ist schon mal super schick. Ich spiele das Spiel übrigens von meinem PC aus, also über Microsoft. Ich habe ja diesen Pass, diesen Game Pass auf der Xbox One. Ja, und da dachte ich mir, ja, warum nicht, ne, wenn es gratis ist. Und auf dem PC finde ich es immer noch besser, als auf der Xbox zu zocken. Wobei, was heißt besser? Auf der Xbox zu zocken ist es entspannter. Da kann ich mich in meinem Sofa reinlümmeln und kann zocken. Und auf dem PC ist es aber, finde ich, jetzt einfach für mich so besser. Jetzt gerade. So, C drücken, um Bullet zu rufen. Okay, gut. Come here, boy. Das ist der einzige Befehl, den ich kann. Das gibt's ja wohl nie, oder? Ah, das ist Bullet, dein Hund. Yeah, der nie von deiner Seite weicht. Höre auf seinen Bellen und beobachte seine Körpersprache. Ui. Er warnt dich als erstes vor Gefahren. Das hört sich schon wieder an, ey. Aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihm fertig zu werden. Denk daran, wie du ihn behandelst. Kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Bleib immer in seiner Nähe. Längere andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Das hört sich mal wieder prickelnd an. Falls du Bullet aus den Augen verlierst, drücke C, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schau ihn an und halte C, um das Befehlsrad durchzuschalten. Oh, ey. Was ist, wenn er weg ist? Was ist, wenn er nicht mal im Sichtfeld ist? Geht es da nicht, oder wie? Das ist wiederum kacke, weil wenn ich jetzt ihn nicht sehe und ihn dann auch nicht rufen kann dementsprechend, dann kann ich auch nicht sagen, Bullet, komm her, sondern nur dann, wenn ich ihn sehe. Das heißt, er wird sich auch höchstwahrscheinlich irgendwann mal im Laufe des Spiels verpissen, oder wie? Such, tadeln, also da kann ich ihn anschimpfen, halt, bleib bei mir, Haustier. Was ist ein Haustier? Das ist doch ein Haustier. Na gut, das ist ein Suchhund, der ist extra ausgebildet, aber... muss ich mal testen, was das ist. Vielleicht so ein bisschen rumstreicheln oder so. Ich weiß es noch nicht. Haustier. Naja, gut. Probieren wir mal später aus. So.
Ja, jetzt wollen wir wieder raus. So. Wäre auch mal schön, wenn ich wieder rausgehen könnte. So. So. Okay, dann werden wir mal den Befehl Such geben. Bullet, seek. Aber bitte nicht das Falsche suchen. Wieder an, Buddy. Oh, mein PC dreht gerade durch. Der kriegt auch schon Schiss. Oh, Leute. Was ist das? Was ist hier? Ah, nee, da unten, ne? Hab ich schon gesehen gerade. Peter, not the search party, buddy. Wäre aber auch cool, wenn ich den Suchtrupp finden könnte. Warum ist hier eigentlich auch eine Wasserflasche? Haben die das liegen gelassen? Oder war hier vielleicht schon jemand anderes und hat das so hingelegt? Man weiß ja nie, es können ja alles nur Fallen sein hier. Ich werde hier ganz curry von diesem Spiel. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. It's probably just a raccoon, but, yeah. Ein Waschbär. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Also wenn jetzt hier auch noch Bären aufkreuzen, wäre das natürlich sehr schlecht für uns. Ich weiß nicht, ob wir eine Waffe irgendwie noch kriegen oder so. Fucking brambles. You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Then let's find that kid and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Yep, it was a raccoon. Logging area is clear. Good job. Es war nur ein doofer Waschbär. Gut, dann wissen wir wenigstens, dass es kein Bär war. Mann, die sind ja auch freundlich zueinander. Eingehende Nachricht. Würde ich auch so sagen. Ich möchte da gerne zuhören. Deswegen möchte ich nicht so viel plaudern dann. Ja, was ist da? Hey, you got anything? Just some garbage. Careful there, Caldwell. Die ist wohl sauer auf uns. Damn, it's slippery here. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir was anderes hier. Oh, hier. Tierarzt. Jetzt kann ich hier auch noch in seinem Verlauf rumschnüffeln, oder wie? Wir haben aber eine Nachricht bekommen, glaube ich. Eine Pizza bitte in den Wald. Hello, is Donnie's Pizza, the best pizza in Burkittsville. What can I do for you? I'll pass. Sorry. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ist ja abgefahren. Da können wir den Pizzaboten in den Wald rufen. Aber wir haben eine Nachricht bekommen. Dementsprechend wollte ich jetzt gucken, was da so alles ist. Ah, cool. Spiele können wir auch spielen. Das mal probieren wir mal später vielleicht. Wenn wir irgendwie, weiß ich was, von der Hexe gejagt werden oder sonst was. Da. Wir gucken mal so, was da so für Nachrichten alles sind. Einen Moment. So. Nee, das machen wir mal später. Ich gucke jetzt erstmal, was wir für eine aktuelle Nachricht haben. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Das ist toll, wa? Das ist ganz toll. Und die andere Nachricht darunter? Sonderangebot! Nur heute ist jede dritte Pizza 30% günstiger. Da Domino's Pizza ein besseres Angebot. Ne? Klar, schauen Sie in mein Büro vorbei. Dann zeige ich Ihnen, wie. Okay, gut. Wir lassen das Ganze mal ein bisschen sein. Das ist ja schon lustig, aber wir sind ja in einem verfluchten Wald. Deswegen müssen wir eigentlich auch mal weitergehen, ja? Nicht nur hier so Spielereien betreiben.
Also wirklich, Bullet. Schäm dich. So, dann gucken wir nochmal. Nee, dann müssen wir den Hund nochmal anpappeln. So. Look around, boy. Ich möchte, dass er was findet. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Wenn ich jetzt da lang gehe, komme ich, weiß nicht wohin. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach hier lang. Ist mir scheißegal, Leute. Ich folge einfach, ich versuche mal so ein bisschen so diesen Spuren hier zu folgen. Was ist da oben? Da war auch nichts anscheinend. Nah, this area is already covered. Gut. Ja, ich versuche ein bisschen abzulenken, weil ich schon wieder nervös werde. Ich merke das schon. Das fängt schon bei mir gut an. Gehen wir mal einfach hier runter. Da ist was. Da haben wir doch schon mal was gefunden. Another one. Wonder who those people are. Ich glaube, das sind sogar die Studenten auf den Fotos. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind wahrscheinlich alte Fotos von früher noch. Und die sind so verwittert mittlerweile. Oder die Hexe hat uns eine Fährte gelegt. Ich weiß es nicht, Leute. Was war das? Oh, ich dachte schon, da ist was. Ey. Ich dachte, ich hätte was laufen gehört. Mann, Bullet! Konzentrier dich jetzt mal. Oh, oh, oh. Da ist irgendwas. Was bist du? Ein Waschbär wahrscheinlich. Bullet? Bullet! Ach da. Boah, bin ich blöd. Ehrlich. Es war wahrscheinlich nur ein Waschbär, Leute. Keine Panik. Wir werden ihn jetzt nochmal anheuern und suchen lassen. Aber er hat anscheinend nur Durst gehabt. Ja, das ist, hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn, Leute. Wir müssen alleine weiter. Also wir müssen uns hier alleine durchschlagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo genau hin. Wir könnten jetzt noch, weiß ich, wohin laufen. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das ergeben soll. Aber ich denke mal, wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Ich mache es jetzt einfach. Ich riskiere es jetzt einfach. Mal sehen, was da kommt. Ich kann auch mal schneller laufen. Also ich brauche nicht nur so langsam laufen, ja. Also, wir sind ja nicht aus Zucker hier. Aber hier, ja, ein Specht. Oh, diese Natur. Ich finde es ja irgendwie schon schön, ja. Aber wenn man weiß, was hier so abgeht, beziehungsweise was in dem Film abgegangen ist, dann ist das nicht mehr so lustig. Dann ist das schon etwas gruseliger. Da wird mir schon schlecht. Ist hier noch was? Sieht ein bisschen aus wie so eine Krabbe oder so. Das ist nur so ein, hier vom Baum so eine Wurzel. Ja? Wo denn? Wo denn? Er führt mich. Cool. Bullet, wo gehst du hin? What you find? Er scheint was gefunden zu haben. Ich muss aus diesem Gestrüpp erstmal raus. Ja, toll. Ich bin hängen geblieben, Bullet. Alles nur deine Schuld. Ja, brauchst dich gar nicht hier so genieren, ja? Ja, Leute, ich bin jetzt hängen geblieben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das nervt gerade ein bisschen. Also, komm. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ich habe mich so aufgehangen. Ach, hier. Gut. Ah, ein Kaffeebecher. Oder was ist das? The world's not your goddamn trash can. Na, siehst du doch. So ist es halt. Aber kein Kaffee mehr drin. Schade. Such weiter. Oh, Mann, Bullet, ey. Du gehst mir so richtig auf die Bocknüsse gerade. Jetzt geht er da lang. Ich weiß nicht, was er hier will. Wo will er hin, Leute? Ich glaube, er sucht weiter. Ja? Er hat da auch noch was gefunden. Da? Go get it. Okay. Eine Höhle. Gefällt mir gar nicht. Ich mag keine Höhlen. What you find? Let me see. Zeig mal her. Yeah, good dog. Leave it, buddy. Now's not the time.
Baltimore Crows. That's Peter's cab. Yeah, stimmt. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Ja, probieren wir es einfach mal. Here, boy. See if you can find it. Attaboy! Go get Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Finde ich natürlich wieder sehr toll, dass wir das machen und alleine losgehen. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Es war so klar, dass sowas kommt, ehrlich. Und jetzt kacke ich mir bestimmt gleich schon in den Schlipper. Halt's Maul da oben. Mein Gott. Scheiß Krähe. Wo ist Bullet jetzt? Können wir ihn immer noch versuchen zu rufen? Nee, können wir nicht. Ist toll, weil er nicht in unserer Nähe ist. Finde ich echt klasse, Leute. Wer weiß, was uns jetzt hier erwartet. Oh, mein Herz. Und das Schlimme ist, wenn er länger von uns entfernt bleibt, dann geht das nämlich auf unsere Psyche. Das stand ja drauf. Ja? Where the hell is he? Hier ist nichts. No, not now. Ah, das tut mir jetzt sehr leid für dich, aber da müssen wir jetzt durch. Get a grip, Ellis. We've gotten this far. Not giving up now. Oh, was geht ab? Was geht ab? Bullet. Bullet. Ja, Leute. Okay, calm down, Ellis. Everything's fine. It's all in your head. Was ist das hier? Er dreht gerade voll am Teller, würde ich sagen. Die Psyche! Oh well, yeah. Look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. What is it, boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Yeah, lead on, buddy. Zum Glück ist er wieder da, ey. Wirklich. Ich weiß auch gar nicht, warum der so einen an der Klatsche kriegt, wenn er den Hund nicht bei sich hat. Ja, komm, gehen wir ran. Ja, gehen wir ran. Hey, hey. Hey, Jess. Ellis, is everything all right? You don't sound so hot. No, it's, I'm fine. It's, under control. It doesn't sound like it. Ellis, maybe you should... No, I said I'm fine. Yeah, of course you are. Now listen, I think I saw something. I gotta go. Call you later. So gewinnen wir sie sicherlich nicht zurück. I'm sorry, Jess. Ja. Ich weiß nicht, auf was für ein Trip der Typ ist, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt wissen will. Da pfeift jemand. Habt ihr das gehört? 100 Pro, da hat jemand gepfiffen. Ja, das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier eine Falle oder was? Boah, Bullet, ey. Bitte nicht. Bring uns nicht irgendwie in irgendeine Falle rein, ey. Ich sag's dir. Dann gibt's Hundefleisch heute. Zum Mittagessen. Is that a campsite? Ja, schaut so aus. Scheint schon aber sehr lange verlassen zu sein, oder? Ja. Ich glaube, das ist von den Studenten, Leute. Im Film hatten die ja auch sowas.
Und so eine Kamera hatten die Studenten auch. Looks pretty beat up, but yeah, I think it still works. Maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What did I? Did I pass out? Boy. Oh shit. It's pitch black. Boah, Leute, ehrlich. Nee. Der Typ hat so einen an der Klatsche, ey. Ey, ich muss bekloppt sein, dass ich ein Spiel spiele, in dem der Typ einen an der Klatsche hat und ich durch einen irgendwie, weiß ich nicht, Zauberwald hier laufe, wo irgendwelche dummen Hexen rumwandern, ey. Bin ja völlig verrückt, wirklich. Taschenlampe. Gut. Wenigstens funktioniert das einigermaßen gut hier. Was ist da drinne? Sieht aus... Ah ne, ich dachte schon, das wäre eine Spritze, aber... Was ist das hier? Kann ich hier noch was machen? Probably not something a 9-year-old could set up. Gut, wenn das ziemlich neu ist, dann, war das doch nicht von den Studenten hier, oder wie? This thing again. No, it's a different one. Someone had too much time on their hands. Weiß ich nicht, das ist so eine Art Schnitzerei, wa? Da versuchte jemand irgendetwas zu schnitzen. Hat nicht so ganz funktioniert. Und hier eine Feuerstelle. Und da Dunkelheit. Und da weiß ich nicht. Also Leute, das wird hier ganz knackig. Das sage ich euch gleich. Kann man hier irgendwie absafen? Geht das? Ja, ich kann notfalls auch abspeichern. Ich speichere jetzt einfach mal erstmal ab. Ja. Ja, komm hier. Leerer Slot. Zack. Und fertig. Ja. Die Kamera wieder. Oh, da krieg ich ja wieder einen an der Klatsche, oder was? Oh, how did it end up back here? Hmm. There's a tape inside. Might as well see what's on it. Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Ja. Gut. Habe ich jetzt irgendwas verändert? Ich habe ja jetzt gestoppt.
hier an der Feuerstelle. There's still some leftovers inside. Maybe a few days old. Will ich trotzdem nicht essen. Nee, wir gucken noch mal das Video. Da ist es. Ja, schön. Da muss ich hier mal gucken. Ein Polizeiauto. Gut, wir probieren es mal nochmal. Das Feuer. Ich will nur das Feuer, Leute. Ich habe eigentlich gedacht, man kann jetzt irgendwie das Feuer dann... Nee, dann bekommen wir aber hier kein Feuer. Wir können aber die Realität auf jeden Fall manipulieren. Stand ja auch drauf. Mal gucken, was hier erstmal ist. FM 2176. Field Manual. Great. First it's witches and curses. Now what? Commando? Ach toll, ey. Versuche den richtigen Moment zu finden und pausiere dann das Video. Ja, das versuche ich ja gerade. Aber ich bin ein bisschen dämlich, was das angeht. Ich bin bei so vielen dämlich, aber ist gut. So, Feuer. This Polizeiauto hier. This wasn't here a minute ago, right? This tape. Did it just... No, 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 that's not possible. Well, get it together, Ellis. Ja, da wird mir ganz schlecht, wenn ich daran nachdenke. Ja, zeig mal Bullet. Oh, nicht so laut, ey. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now you do great on the force if you weren't so stubborn. Ja, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gehe mal erstmal weiter. Ich hoffe, uns begegnet jetzt nicht irgendwas Wildes hier. Eine Bestie, Bär, Monster, Hexen, Missgeburten. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ist ja nur mal so. Ich traue dem Spiel alle zu. Es wurde von Bloober gemacht. Hey, buddy, what's wrong? Scheiße. Zerstören wir es? Ja, wir machen es. Okay, wieder ein Foto. Olga. Ja. Gut, gehen wir weiter. Oh, ich habe ein bisschen Schiss, wirklich. Mann, Sippo, reiß dich mal zusammen. Ohne Abzweigung oder wie? Ne, hier geht's gar nicht lang. Doch, man könnte drunter durchschlüpfen. Aber wir vertrauen einfach mal den Hund jetzt und gehen hier lang. Ich riskiere hier gar nichts mehr, Leute. So, hier runter, Bullet. Was erwartet uns da unten? Oh Mann, ey, wieder so runter und kommst nicht mehr hoch und gehst immer tiefer rein. Good boy. I'm right behind you. I can't just ignore him. Bates to Ellis, come in. Ja, ist ja gut, machen wir ja schon. Da. Ellis to base. Ellis to base, do you copy? We must be out of range. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. Ich hab was gehört.
Ich habe was definitiv gehört. Ja. Und den nächsten... Ja, Bullet, alles gut. Ich bin schon so nervös, Leute, weil ich schon glaube... Ja, bleib mal hier jetzt hier. Bleib mal hier, komm. Komm her. Ich wollte eigentlich gerade sagen... Ich höre was von rechts. Das wollte ich nicht sagen. Nee, ich wollte eigentlich gerade sagen... Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei... The Blair Witch Project. Ja, wir haben ja jetzt nicht sehr viel sehen können an Monstern, Hexen oder sonst was, aber ich finde, das Ganze hat doch schon mal einen ersten Vorgeschmack von dem, was auf uns zukommen wird. What's going on, boy? Also dann, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.